In diesem Tutorial werden wir uns im Rahmen der gebrauchsnationalen Funktion die Definitionslücken bzw. die senkrechten Asymptoten und die Polstellen anschauen und es ist maßgeschneidert für die Abiturprüfung und für das Studium nur als Grundlage zu betrachten. Als erstes sollten wir klären, was eine Definitionslücke ist und wie sie aussehen kann. Dafür schauen wir uns das Schaubild einer gebrauchsnationalen Funktion an, genannt auch Hyperbel. Und vom Aussehen her gibt es zwei Arten von Definitionslücken, einmal die hier und einmal die hier. Obwohl beide Definitionslücken heißen, haben sie, wie man anhand des Aussehens schon erkennen kann, verschiedene Eigenschaften. Die linke Definitionslücke nennt man auch noch senkrechte Asymptote oder Polstelle. Die rechte Definitionslücke nennt man hebbare Polstelle. Anhand dieses Schaubilds kann man auch die Bedeutung einer Definitionslücke ganz klar erklären. Definitionslücken sind Stellen im Schaubild, wo die Funktion nicht definiert ist, bzw. wo sie nicht existiert. Wie man die auch rechnerisch bestimmen kann, werden wir natürlich im Laufe dieses Tutorials sehen. Und deswegen gehen wir jetzt zu unserem ersten Einstiegsbeispiel. Wie bereits gesagt, wir brauchen die Stellen, wo unsere Funktion nicht definiert ist. Da unsere Funktion ein Bruch ist, versuchen wir uns zu erinnern, wann ein Bruch in Mathe nicht definiert ist. Naja, wenn der Nenner 0 ist. Kurz gesagt, um diese Definitionslücken zu bestimmen, muss man nichts anderes machen, als den Nenner 0 zu setzen. Das machen wir jetzt auch rechnerisch. Also 2x² minus 2 ist gleich 0. Dann formen wir natürlich nach x um. Als erstes plus 2. 2x² ist 2 geteilt durch 2, x² ist 1 und dann ziehen wir natürlich die Wurzel und haben zwei Lösungen. Einmal x1 ist gleich 1 und x2 ist minus 1. Jetzt, wir haben die Definitionslücken und die kann man normalerweise auch so angeben, das werde ich hier oben schreiben. Also, die Definitionsmenge ist gleich R, also alle möglichen Zahlen außer diese zwei verbotenen Werte, minus 1 und 1. Als nächstes geht es darum zu entscheiden, welche Art von Definitionslücken wir haben. Um das herauszufinden, müssen wir einfach die Nullstellen der Funktion herausfinden. Das werde ich jetzt auch rechnerisch machen an dieser Stelle. Also, ich nehme die obere Funktion. 3x minus 2 durch 2x² minus 2 und setze sie gleich 0. Dann als erstes fliegt hier der Nenner weg. Wenn wir mit dem Nenner durchmultiplizieren, dann bleibt nur noch der Zähler übrig. 3x minus 2 ist gleich 0. Und übrigens, das kann man meistens so machen, deshalb steht auch hier an dieser Stelle Zähler gleich 0 meistens. Wenn die Funktion nur aus einem Bruch besteht, kann man ruhig immer für die Nullstellen nur den Zähler 0 setzen. Man muss sich nicht mehr hier die ganzen Act mit der Umformung machen. Also, wir formen weiter um. Dann plus 2, dann haben wir 3x ist gleich 2. Und wenn wir durch das Ganze durch 3 teilen, dann haben wir x ist gleich 2 Drittel. Also, das wäre unsere Nullstelle. Jetzt. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dieser Nullstelle und dieser zwei Definitionslücken? Damit diese Definitionslücken zu senkrechten Asymptoten oder Polstellen werden, müssen sie verschieden von der Nullstelle sein. Also, in diesem Fall ist das auf jeden Fall erfüllt. Die Nullstelle hat nichts zu tun mit dieser zwei Werte, 1 und minus 1. Deshalb können wir erst jetzt an dieser Stelle mit gutem Gewissen sagen, dieser x gleich 1 bzw. x gleich minus 1 wären dann entsprechend auch noch Polstellen oder senkrechte Asymptoten. Also Polstellen oder senkrechte Asymptoten. Ich schreibe sie jetzt abgekürzt an dieser Stelle. Und natürlich wollen wir uns das Ganze nochmal grafisch anschauen. Deshalb habe ich jetzt hier rechts die Funktion abgebildet. Wie bereits vorher erwähnt, wir haben zwei senkrechte Asymptoten, die eine bei minus 1 und die andere bei 1. Ich glaube, ganz gut anhand des Schaubildes erkennbar. Und wir können sie auch hier unten beschriften. Also das war x gleich minus 1 und das war x gleich 1.
Wir erkennen auch, dass die Nullstelle, dieser x gleich 2 Drittel, 2 Drittel sind ungefähr 0,67, die ist hier an dieser Stelle, die hat ja nichts mit dem 2 Asymptoten zu tun. Es gibt allerdings bei Definitionslücken noch eine andere Eigenschaft, die von Bedeutung sein kann, das sogenannte Verhalten an der Definitionslücke. Wenn wir uns jetzt das Schaubild von vorher anschauen, wir haben diese zwei Definitionslücken oder senkrechte Asymptoten oder Polstellen bei minus 1 und 1 und von links nach rechts gesehen verhält sich das Schaubild wie folgt. Also wir verfolgen die grüne Kurve und wir sehen hier bei der ersten Definitionslücke geht das Schaubild nach unten. Man sagt ja auch, das läuft ja hier gegen minus unendlich und auf der rechten Seite fängt es wieder oben von oben an, also vom plus unendlich. Dieser Sprung von minus zum plus unendlich nennt man auch Vorzeichenwechsel an dieser Definitionslücke oder Polstelle. Und dieses Schaubild hat natürlich auch bei dieser Definitionslücke auch noch den gleichen Vorzeichenwechsel, wieder von minus nach plus. Natürlich gibt es Funktionen, die auch einen Vorzeichenwechsel von plus nach minus haben, beziehungsweise Funktionen, die gar keinen Vorzeichenwechsel haben. Wenn die grüne Kurve jetzt hier wieder unten anfangen würde und dann nach oben geht, dann besitzt sie gar keinen Vorzeichenwechsel an dieser Polstelle. Wie schreiben wir das Ganze jetzt hin? Also, für die erste Definitionslücke, x gleich minus 1, kann man das Ganze wie folgt schreiben. Also, x läuft gegen minus 1 mit x kleiner minus 1. Das bedeutet, dieser x kleiner minus 1, das würde, wir nähern uns von links an dieser Polstelle an. Und für f von x gilt natürlich dann, dass es gegen minus unendlich läuft, also nach unten. Auf der anderen Seite, also wir sagen wieder x gegen minus 1, diesmal mit x größer minus 1, also das bedeutet, wir nähern uns von rechts an dieser Definitionslücke, dann geht die Funktion nach oben, also gegen plus unendlich. Und genauso sieht es auch für die zweite Definitionslücke aus, also für x gleich 1 hat zufällig jetzt den gleichen Vorzeichenwechsel, also x gegen 1 mit x kleiner 1, also wir kommen hier und gehen wieder gegen minus unendlich. Und auf der rechten Seite x gegen 1 mit x größer 1, also wir kommen von rechts und gehen natürlich nach oben gegen plus unendlich. F von x gegen plus unendlich. Also das ist das sogenannte Verhalten an der Definitionslücke. Für einen besseren Verständnis schauen wir uns jetzt noch ein paar Aufgaben an. Als erstes diese Funktion. Wir machen das gleich wie vorher. Also wir fangen erstmal mit dem Definitionslücken bzw. mit dem Definitionsbereich. Dafür setze ich natürlich wieder den Nenner 0. 2x hoch 2 minus 2 ist gleich 0. Ja, das ist ja das gleiche wie vorher. Also Schnelldurchlauf. 2x hoch 2 ist gleich 2. Geteilt durch 2. X² ist 1. Ziehen die Wurzel. X1 ist 1, x2 ist minus 1. Jetzt geht es wieder darum zu entscheiden, ob diese Definitionslücken auch wirklich senkrechte Asymptoten oder Polstellen sind. Dafür bestimmen wir die Nullstellen. Da haben wir gesagt, da setzen wir den Zähler 0. Sehr einfach in diesem Fall, x minus 1 ist gleich 0. Und nach der kleinen Umformung, dann haben wir x gleich 1. Und jetzt fangen ein bisschen die Probleme an. Diese Nullstelle, die wir hier ausgerechnet haben, also dieser x gleich 1, ist identisch mit einer der Definitionslücken. Das bedeutet, wir haben diesen Sonderfall mit der hebbaren Polstelle. Schlussfolgernd können wir sagen, die Definitionslücken allgemein gesehen, also wenn ich jetzt den Definitionsbereich oben angebe, ist immer noch r außer minus 1 und 1. Allerdings gibt es zwei verschiedene Definitionslücken. Dieser x gleich 1 ist dann eine hebbare Polstelle. Ich schreibe es auch kurz dahinter hin. Also hebbare Polstelle. Und die zweite Definitionslücke, die beißt sich nicht mit der Nullstelle, deshalb ist sie eine normale Polstelle. Oder auch abgekürzt geschrieben eine senkrechte Asymptote. So. Am Schaubild sieht das Ganze natürlich so aus.
Wir haben einmal, fangen wir mit der normalen Polstelle bei minus 1. Wir haben einmal hier bei minus 1 eine ganz normale senkrechte Asymptote oder Polstelle. X gleich minus 1. Und dann bei x gleich 1 haben wir eine hebbare Polstelle. Also wir gehen an der Stelle 1 auf die Funktion. Und das bedeutet, hier an der Stelle haben wir so einen kleinen Kreis. Also das ist auch eine Definitionslücke. So würde dann das Ganze aussehen. In unser letzten Beispiel will ich natürlich noch ein bisschen mehr übertreiben. Für den Anfang machen wir das gleich wie vorher. Also wir bestimmen erstmal die Definitionslücken, indem wir den Nenner 0 setzen. Hier auch sehr einfach abzulesen. Der passende x-Wert wäre minus 2. Aber wenn man sich unsicher ist, dann sollte man immer schön umformen. Also x ist gleich minus 2. Und dann natürlich die Nullstellen, also Zähler 0 setzen, x² minus 4 ist 0 plus 4. Dann haben wir x² ist gleich 4, ziehen die Wurzeln, dann gibt es wieder zwei Lösungen. Einmal x1 ist 2 und x2 ist minus 2. Und natürlich haben wir den gleichen Ärger wie vorher am Hals. Das bedeutet, hier an dieser Stelle die eine Nullstelle ist identisch mit unserer Definitionslücke. Das bedeutet, zuerst wir haben nur eine Definitionslücke in unserem Definitionsbereich, also R, alles außer minus 2. Und für diese Definitionslücke bedeutet natürlich wieder, dass sie eine hebbare Polstelle ist. Also das ist die hebbare Polstelle. Wenn wir uns jetzt das Schaubild anschauen, sieht das Ganze noch seltsamer aus. Und zwar wie folgt. Ja, wie kommen wir darauf? Ganz einfach im Prinzip. Wenn man die obere Funktion ein bisschen weiter bearbeitet, das bedeutet, es könnte uns auffallen, dass in Zähler die dritte binomische Formel vorkommt, können wir es in zwei Klammern zerlegen. Einmal x minus 2 und einmal x plus 2. Und wenn wir das Ganze natürlich durch x plus 2 schreiben, dann sollte uns auffallen, dass sich x plus 2 in Zähler und in Nenner wegkürzen. Also kurz gesagt, es bleibt nur eine Geradengleichung übrig, dieser x minus 2. Das ist eine Gerade, die die y-Achse bei minus 2 schneidet, also hier an dieser Stelle, und die Steigung 1 hat, kann man auch sehen anhand des Steigungsdreiecks. Aber lasst euch nicht täuschen, diese Gerade ist nicht durchgehend, das bedeutet, sie hat noch eine Definitionslücke bei x gleich minus 2 und das müssen wir natürlich auch berücksichtigen. Also hier ist x gleich minus 2, wir gehen auf den Schaubild und da haben wir ein kleines Loch oder eine Definitionslücke. Also so würde in diesem Fall das Ganze aussehen. Und jetzt zusammenfassend noch ein paar Hinweise. Wie wir bereits gesehen haben, die Definitionslücken zu bestimmen bedeutet immer den Nenner 0 zu setzen. Dann, um zu erkennen, ob es eine normale Polstelle oder senkrechte Asymptote vorhanden ist oder eine hebbare Polstelle, müssen wir immer die Nullstellen der Funktion bestimmen, meistens Zähler gleich 0 setzen. Und nicht vergessen, um ein besseres Gesamtbild über die gebrochenen nationalen Funktionen zu kriegen, solltet ihr euch auch noch das Tutorial zu waagerechten Asymptoten anschauen. Das findet ihr natürlich in der gleichen Playlist. Und für den Fall, dass ihr dieses Thema ein bisschen schwieriger fandet, nicht verzweifeln, anscheinend haben 5 von 4 Menschen Probleme mit der Mathematik.